Heute bei uns in 10 vor 8 auf Express TV, auf Express.at, der Innenminister der Republik Österreich, Gerhard Karner. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Minister, sind Sie wirklich so gefährlich? Die NEOS-Abgeordnete sagt ja, Sie sind ein gefährlicher Mensch, man muss ja da aufpassen. Wir haben diesen Tweet da vorbereitet. Wie kommt sie drauf? Also ich lese, oder ich habe mir abgewöhnt, Twitter zu lesen. Daher kann ich den Tweet jetzt nicht beurteilen, weil ich ihn nicht gelesen habe. Aber wenn sie sagt, ich bin gefährlich, dann hoffe ich, dass ich gefährlich bin. Nämlich, dass ich gefährlich bin für Schlepperbanden, für Drogendealer und für Einbrecher. Das ist nämlich meine Aufgabe, hier konsequent und rigoros zu sein. Um das geht es mir letztendlich. Da sind wir ja bei einem großen, wichtigen Thema. Sie haben auch vor kurzem eine große Pressekonferenz mit Neuerungen dazu ja abgehalten. Es geht um das Thema Asyl. Wie kann man das jetzt wirklich in den Griff bekommen? Sie haben ja auch prominente Vorgänger gehabt im Amt und irgendwie hat sich nicht viel geändert. Also, das Thema Asylanträge ist eines, das uns derzeit sehr beschäftigt, weil wir in den ersten 7 Monaten 42.000 Asylanträge zu verzeichnen hatten. Das ist ein Wert, der deutlich höher ist als im letzten Jahr, eine Steigerung von fast 200%. In den ersten 7 Monaten so viel wie das ganze letzte Jahr. Und da habe ich bereits zu Beginn des Jahres davor gewarnt, dass wir, oder nicht nur gewarnt, auch klar gesagt, wir müssen hier dagegen halten und auch entsprechend Maßnahmen dagegen setzen. Ich bin da zu Beginn des Jahres im Frühjahr dafür kritisiert worden, dass ich von irgendwas ablenken würde. Nein, ich habe das zu tun, was zu tun ist. Und das versuchen wir sehr konsequent. Und daher gibt es ein Bündel an Maßnahmen, das wir hier tun. Einerseits polizeilich. Wir kontrollieren an der Grenze. Wir kontrollieren auch auf ungarischem Staatsgebiet mit sogenannten gemischten Streifen, sprich ungarische und österreichische Polizeibehörden, die gemeinsam vor allem den Kampf gegen die Schlepper führen. Das ist insofern wichtig, weil die dann gar nicht bis nach Österreich kommen. Und wir haben auch 50 Polizisten an der ungarisch-serbischen Grenze. Das sind polizeiliche Maßnahmen. Dann gibt es die fremdenpolizeilichen Maßnahmen. Das ist das, dass wir schauen, dass die Verfahren möglichst schnell gehen. Innerhalb von 72 Stunden ist das Ziel. Und das gelingt auch für jene Asylwerber, die aus sicheren, sogenannten sicheren Ländern kommen, wie eben Indien, Marokko oder Tunesien. Und daher entziehen sich auch diese, wenn sie merken, okay, sie sind im Schnellverfahren, entziehen sich auch wieder dem Verfahren. Das heißt, sie verzichten freiwillig auf ihren Schutz und kehren heim oder ziehen weiter. Und das sind Maßnahmen, die in Österreich notwendig sind, aber auch auf europäischer Ebene müssen wir hier stärker werden. Wir haben ja, bitte. Eben auch den sogenannten Bundeswehrsoldaten, der immer, ja schon seit 1990 jetzt die Grenze überwacht, ist ja nicht einmal Zeit, dieses Konzept zu überdenken. Nicht, dass man dann jetzt nur den Chauffeur spielt für jeden, der Asyl sagt an der Grenze. Gibt ja diese berühmte Angst auch vor den Pushbacks. Das wird ja von den NGOs auch immer wieder gesagt, man darf keine Pushbacks machen. Aber kann man dieses Konzept überhaupt erfolgreich, jetzt erfolgreich für die Republik Österreich, für den Staatsbürger, so in dieser Ort weiterführen? Also zunächst einmal danke an die Polizei, die an der Grenze Dienst macht. Das ist ein schwieriger Job. Und auch vor allem danke beim Bundesheer, dass Sie hier in Assistenz auch da sind, weil Sie tragen damit wesentlich zur Sicherheit bei. Pushbacks sind illegal, das ist Faktum. Das ist etwas, wie es im europäischen Asylgesetz eben nicht vorgesehen ist. Und daher müssen wir eben auch an der Grenze entsprechend kontrollieren, einerseits, damit eben die Menschen nicht einfach nur durchgewunken werden. Und das ist etwas, was ganz entscheidend ist. Die Menschen werden registriert, Fingerprint, all diese Dinge, weil es kann nicht so sein, dass wir dann, wie wir es schon hatten, diese Bilder, Menschen auf den Straßen, auf den Autobahnen einfach durchmarschieren. Wir müssen einen Überblick haben, wer da ist und mit den Grenzkontrollen, die grundsätzlich ja möglich sind, Stichprobenkontrollen, gelingt uns das. Und das Zweite, das Konzept, das ich ja gesagt habe, das wir noch intensivieren wollen, gemeinsam mit den ungarischen Behörden, dass wir auch auf ungarischen Staatsgebiet bereits kontrollieren, weil dann kommen sie gar nicht bis nach Österreich. Aber grundsätzlich kann man das Konzept eigentlich nicht ändern, weil man vorgegebene Rahmenlinie hat. Momentan hat man so das Gefühl, dass Österreicher alle kommen rein und kaum einer geht raus. Na, das stimmt so nicht. Einerseits, wie ich es gesagt habe, entziehen sich viele dem Verfahren. Was heißt das? Sie beantragen zunächst den Schutz, aber verzichten dann wieder auf ihren Schutz. Das heißt, dadurch entstehen bei uns keine Kosten und auch keine organisatorischen Aufwendungen. Das ist entscheidend, weil sie eben weiterziehen oder in ihre Heimat zurückkehren, wie das in vielen Fällen auch der Fall ist. Außerdem haben wir pro Jahr im Durchschnitt über die letzten Jahre 11.000 Außerlandesbringungen. Ein sehr technischer Begriff, weil sich das eben zusammensetzt aus jenen, die freiwillig zurückkehren. Von 11.000 im Schnitt kehren 60% freiwillig zurück und 40% mit sogenannten Zwangsmaßnahmen, Abschiebungen, wie das heißt. Ich glaube, wir müssen bei den
Freiwilligen aus der Landesbringung noch stärker waren. Ich war beim dänischen Amtskollegen vorige Woche und die haben machen sehr stark intensive Rückkehrberatung, dass den Menschen sehr klar, sehr schnell klar gemacht wird, dass du kommst aus Indien, du hast keine Chance, dass du Asyl bekommst, das heißt, du hast keine Chance, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, das heißt, ist doch besser, du gehst wieder in deine Heimat zurück. Und das sind Maßnahmen, wie gesagt, ein Bündel an Maßnahmen, das sind Kampagnen in den Herkunftsländern, das sind Akzente auf österreichischer Ebene, auf europäischer Ebene, damit wir da dagegenhalten. Aber es sind natürlich auch immer wieder unterschiedliche Migrationsströme. Mhm. Wir haben manchmal Wellen ist eigentlich der bessere Begriff, weil sie manchmal höher sind, manchmal niedriger sind. Das hat natürlich mit wirtschaftlicher Situation in Herkunftsländern zu tun. Das hat mit den Aktivitäten der Schlepper zu tun. Also ein Bündel an Maßnahmen, die hier notwendig sind. Kommen wir zu einem anderen aktuellen Thema. Die Autofahrer wundern sich ja vor allem in Wien, dass immer wieder diese Aktivisten sich festkleben. Es gibt ja jetzt, das ist ja schon fast jetzt eine Folkloreaktion geworden, sind da die Strafen angepasst oder zu gering, dass man da überhaupt jetzt eine Hemmschwelle hat, das zu machen? Man blockiert ja hier eine ganze Stadt. Also grundsätzlich, ich bin jetzt gut 8 Monate Innenminister und habe ja in dieser Zeit sehr viele Kundgebungen und Straßenblockaden mittlerweile erlebt. Und ich glaube, dass die Polizei und gerade auch die Wiener Polizei hier sehr erfolgreich war, wenn ich denke, Stadtstraße im Wesentlichen sehr ruhig letztendlich auch durchgeführt, konsequent, aber ruhig durchgeführt. Da gibt es oft in anderen Ländern, wenn man sich die Situation anschaut, Prügeleien oder Ähnliches. Mhm. Das ist hier vernünftig, aber konsequent auch umgesetzt worden. Und das andere hat die Behörde zu entscheiden. Was ist noch erlaubt, was ist noch zu tun oder was gefährdet die Sicherheit? Und ich bin davon überzeugt, dass auch hier die Behörden auch entsprechende Maßnahmen setzen, damit man das möglichst verhindert, damit die Autofahrer oder die Verkehrsteilnehmer möglichst ungehindert zur Arbeit kommen. Das ist ein sensibles Thema. Wir wissen, es ist ein Spannungsfeld zwischen Kundgebungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, alle diese wichtigen Dinge. Aber wir haben natürlich auch die Geschäftsseite. Ich sage erst, da geht mal ein Geschäft. Die Polizei muss entsprechend den Anweisungen der Behörden hier sensibel schauen, dass alle ihren Platz finden. Aber übertreiben sollte man es nicht. Beim Punkt Demonstrationen, was erwartet uns da für den Herbst? In Deutschland rechnet man ja schon damit, und es gibt ganz klare Aussagen, dass auch diese Energiekrise, diese Teuerungswelle auch bei den Bürgern sich da niederschlägt, in Demonstrationen sich äußert. Wie ist da Ihre Einschätzung? Was haben wir da zu erwarten? Also zunächst einmal ist es wichtig, dass der Staatsschutz diese Tendenzen, die hier möglicherweise kommen könnten, sehr genau beobachtet, und das tut er. Auch im Kontakt international, auch im Kontakt mit den deutschen Behörden, weil wir ja leider sehr demoerfahren sind als Polizei. Ich habe es gerade gesagt, im letzten Jahr mit vielen Corona-Demonstrationen, wo ja Menschen auf die Straße gegangen sind, aber wo auch ganz komische, krude, rechte Gruppierungen das genutzt haben für ihr eigenes Geschäft. Und das ist das, was wir sehr genau beobachten. Es gibt also die sogenannte QAnon- oder Querdenker-Szene. Das ist ein ganz komisches Sammelbecken von ganz Rechten bis ganz Linke, oder ganz Rechte und ganz Links beheimatet, die sich da treffen und versuchen, ihr Geschäft zu machen. Und da müssen wir Augen und Ohren offen halten als Staatsschutz, und das tun sie, damit wir hier vorbereitet sind. Ich kann nur, und das bitte ich einfach, an alle politischen Gruppierungen, politischen Parteien, die Zivilgesellschaft appellieren, wirklich einen kühlen Kopf zu bewahren, damit wir eben keinen heißen Herbst haben. Es geht darum, dass wir nicht Öl ins Feuer gießen. Gerade das politisch Verantwortliche, aber auch ein Appell an die Bevölkerung, die Sorgen hat, weil alles teurer wird, sich nicht von derartigen Strömungen missbrauchen zu lassen. Das sind Dinge, die wichtig sind, damit wir eben keinen heißen Herbst haben. Abschließende Frage, Herr Minister. Wie schaut es eigentlich mit dem Polizistennachwuchs aus? Gibt es da genug Bewerber jetzt? Oder haben wir, so wie viele andere Firmen oder Unternehmen, das auch das Problem, dass das Interesse momentan eher gering ist, in eine fixe Anstellung zu gehen, außerdem einen sehr harten Job anzunehmen? Also, zunächst einmal möchte an dieser Stelle Werbung für den Polizeiberuf machen. Es ist wirklich ein spannender, einer der schönsten Berufe, die es gibt. Außerdem, die Polizei ist im Vertrauensindex der Bevölkerung Nummer 1. Das ist jene Institution, in die die Bevölkerung am allermeisten vertraut.
Es ist ein abwechslungsreicher Bereich, okay, manchmal auch gefährlicher und schwieriger Beruf. Das heißt, interessieren Sie sich für diesen Beruf, es ist ein schöner Beruf. Aber wir haben hier in der Bundeshauptstadt, könnten wir noch mehr Bewerber brauchen. Und daher werde ich auch in den nächsten Tagen ja auch eine entsprechende Informationsoffensive gemeinsam mit der Stadt Wien auch präsentieren, wo wir hier auch für diesen Beruf auch Werbung machen wollen. Weil, und das haben Sie angesprochen, das Thema Arbeitskräftemangel, das geht, das betrifft einfach mittlerweile alle Berufsgruppen. Journalisten wahrscheinlich genauso wie unsere Berufsgruppe, die Polizei oder im Gesundheitsbereich. Also viele Bereiche, wo hier Arbeitskräfte benötigt und gesucht werden.